Servus, hier ist wieder Chomp. Diesmal geht's weiter mit, wie ist das Spiel nochmal? BBC Battlefield Academy, ja, das war's. Genau. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht, weil ich muss mal eben die Verpackung holen. Mich das Spiel bisher noch nicht so umgehauen hat. Und hier stand oben drauf ein rundenbasiertes Spiel wie kein anderes. Und das ist von 2011. Ich meine, und ich habe mir diese Grafik angeguckt und denke mir so, also allein dieses eine Bild, die ich ja schon erwähnt hatte, erinnert mich an Close Combat. Close Combat ist aber, ich weiß gar nicht, wann der letzte Teil erschienen ist, wahrscheinlich 2000. Also vor 15 Jahren. So wäre dann also die Grafik. Gut. Jetzt kann man sagen, gut, Grafik ist ja nicht alles, es geht ja auch um Spielverhalten, aber auch da ist dieses Spiel, also wenn ich schon die ganzen Bewegungsabläufe so von den Einheiten sehe, dann denke ich mir so, ich weiß nicht, ob das was wird. Aber gut, ich habe erst 2, 3 Runden gespielt. Ich wollte hier Blitzkrieg France, aber wie man sieht, ich brauche hier ein Expansion Pack. Denn man kann hier auch noch online spielen. Alliierte Sonderaufträge. Ich guck mal, was es noch so gibt. Die libysche Flugzeug. Spezialoperation der Achse. Könnte ich wohl spielen? Wir gehen einfach mal in die Normandie. Normandie. So, hier gibt es wieder unsere schönen Comic. Comic, ja, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Comic-Hinweise. So. Wir gehen jetzt also in die Normandie. So. Vergessen Sie nicht, Ihre Panzer in Richtung Ihrer Feinde zu ziehen. Das dachte ich mir. Ich mach mal den Mauszeiger weg, damit man das lesen kann. Gut, also ich hau jetzt wieder den bösen Nazis auf die Finger. Machen wir doch mal eben. Ab, also Punkte übrig 300, können wir jetzt hier mit, ich nehme auf jeden Fall einen Flammenwerfer mit. Selbstfall der fette Priest nehme ich auch mit, oder nehme ich die Gefette mit, oder ich weiß es nicht. Was ist das hier unten, der Schwierigkeitsgrad? Ne. So, ich muss ihn ein bisschen mit meinen Punkten haushalten. M4 Sherman. Ja, ich immer im Wort habe. Okay, und Half-Track M3. Das ist, glaube ich, Flugabwehr. Gut, aber ich brauche natürlich auch Einheiten, weil ich kann ja nicht alles so erstürmen. Panzerpausen nehme ich noch mit. Nehme ich einen Half-Track mit. Einen Half-Track nehmen wir mit. Und ein M5. Was sind das? Die Rangers. US Infanterie. Das sind 4. Ja, da nehme ich noch ein paar mit. Und die Pioniere. Ja, dann kann ich ja noch ein paar Ranger mitnehmen. Mehr geht nicht. Kosten was? Wie viel war das? Und ein Speer. Gut, offensichtlich kann ich hier nichts mehr verwenden. Dann fangen wir an. Und sichern Sie die Dämme. Gut. Ich scroll mal raus hier, damit man ein bisschen was sieht. Da vorne ist Bunker. Ach so, ich hab's fast vergessen. Schon eine Woche nicht gespielt hier. Und jetzt hier hinbewegen und kann ich noch schießen? Das Sperrfeuer ist noch drin. Richtig, was getroffen habe ich jetzt nicht. Ich will natürlich mich auch nicht abknallen lassen hier. Also schicke ich erstmal die ganzen schweren Fahrzeuge, obwohl die natürlich auch dann. Ich schieß erstmal auf. Okay, es scheint nicht allzu viel zu bringen. Ich muss meine Panzerpost einhalten. Ich muss das irgendwie erstmal sichern hier. Dann bringe ich noch einen Schirm hin. Auch der könnte schießen, aber ich denke, der Bunker wird so nicht zu brechen sein. Ein bisschen Gebiet haben wir jetzt aufgedeckt.
Und 5 ist ein leichter Panzer, muss ich aufpassen. Wie ist der denn gefahren? Okay, hat keine Punkte mehr. Ich gebe jetzt die ganze Zeit Sperrfeuer auf, egal. Aber man sieht, ich treffe nichts. Dafür brauche ich, was haben wir denn hier? Seebombardement. P-47 Thunderbolt, die wird mal Raketen am Boden erschießen. Und einen Sanitäter habe ich auch noch. Okay, ich werde das Thunderbolt hier rauf. Und hier in die Siedlung schicke ich erstmal meine anderen Einheiten rüber. Zum Beispiel den Menschen. Ist das noch ein Bunker? Der wurde gar nicht angezeigt. Aber auf den könnte ich noch schießen. Wie man sieht, es bringt nichts. Die Späher schicke ich hier hin. Und dann mit Hinterhalt. Und es fetzt mir die Späher weg, alles klar. So, ich könnte doch nirgendwo aufschießen, weil das gar nichts bringen würde. Ich habe einen Half-Track noch hier. Hier ist noch ein Panzer. Den ich wieder ziehen. Und er wurde gesichtet. Ah ja. Alles voll mit Bunker. Okay, die Deutschen. Oh, die schmeißen die ganze Zeit Granaten. Deutsche Infanterie, 4,5. Gut, das bringt mir gleich zu viel. Ich muss halt zusehen, dass ich irgendwie meine Einheiten auch einsetze. US-Flammenwerfer. Wäre natürlich gut gegen den Bunker. Platziere ich hier hinten. Jetzt weiß ich nicht, ob die mich da sehen können, aber bei dem Bunker. Ich bin hier oder so. Die Infanteristen habe ich auch noch nicht angesetzt. Die Panzersperren lasse ich da, ja, weil sie eben noch mit Entdeckung kommen. Den habe ich schon eingesetzt, offensichtlich. Aber ich schicke ihn noch die. Das eine fällt vor. Die muss ich jetzt auch irgendwo hinbringen. Die könnten nur bis hier. Ich schicke die zu den Panzersperren erstmal. Die Munition spare ich mir. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob die Munition verbrauchen würde. Ich schicke jetzt hier hin. Ich denke, wir sind fertig. Schauen wir mal, was die Deutschen jetzt machen. Der Bunker wurde immerhin getroffen. Befestigungsbonus. Okay. 4 Runden nicht einsetzbar. Seebombardement. Mal schauen. Also dieser Bunker bringt hier wohl offensichtlich gar nichts. Denn da scheint niemand mehr drin zu sein. Die Siedlung will ich jetzt auch nicht zerballern. Ich nehme nochmal den Bunker. Versuchen wir erstmal jetzt die Siedlung zu holen. Dieser Bunker scheint leer zu sein, sonst würde mir angezeigt werden, dass jemand drin ist, aber da ist schon niemand drin zu sein. Ich feuer mal ein bisschen das Hausklump. Es sind also doch welche im Bunker. Alles klar. Wir schießen zurück. Verdammte Kacke. Okay, wir müssen uns aufhalten, bis das hier, weil das Gegend geklärt ist, weil es bringt mir so überhaupt nichts. Bombardieren. Was ist das? Okay, ich habe sie weitestgehend getroffen. Also einige doch betroffen von denen. Hier hätte ich einen direkten Treffer. Und noch einer ist hin. So, ich mache das Ganze nochmal. Und ein zweites Mal ist nicht möglich. Gut.
demontieren. Und schon kann er nicht schießen, er kann jedenfalls nicht von dort schießen. In die Panzersperren. Ich glaube, der Sperrfeuer bringt hier überhaupt nichts. Ich knall das trotzdem erstmal auf, vielleicht mit meinem Doppeltreffer. So, das Schmuckstück kann sich gar nicht mehr bewegen. Nicht in dieser Runde jedenfalls. Also ich könnte hier gar nichts befeuern jetzt. Ja, interessant. Ich hoffe, dass die Moral bald einknackt bei denen, so dass ich dann locker vom Hocker vor könnte. Wir hier oben den Panzersperren positionieren. Wir wollen einfach Sperrfeuer rauf erstmal. Tempelwurm gesichtet. Die bringe ich jetzt dorthin, begebe ich jetzt dorthin. Das ist ein Unsinn. So. Ein Feldchen. Jetzt habe ich weitestgehend alle verbraucht. Ja. The Germans. Die sind jetzt dran. Wie sieht es denn aus mit dem Seebombardement? Noch eine Runde. Okay, ich warte die Runde noch ab. Heiliger Strohsack. Oh mein Gott. We're doomed. Das ist auch vom Close Combat geklaut. Gut, die meisten Einheiten ziehen sich hier zurück, weil die Seeartillerie hier alles zerschossen hat. Ich versuche das jetzt einzunehmen. Den Bunker hier. Aber sie kommen nicht bis dorthin. Heiliger Scheiß, ich muss aber diesen Bunker einnehmen hier. Sanitäter, wo kann ich denn hinschicken? Hier! Wo waren denn jetzt die Einheiten? Das sind die dort hier. Kann ich die nochmal einsetzen? Nee, leider nicht. Viele ziehen sich hier zurück. Ich komme leider nicht rein bis dort. Das ist schade. Noch ein weg. Okay, aber sie halten sich wacker. Den muss ich jetzt vor zum Bunker schicken. Da steht noch ein Fahrzeug. Aber das wollen wir Schrott. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das
für Panzer. Das sieht aus wie so Panzerfaust-Einheiten. Okay, ich muss irgendwie mit dem hier vor. Mal ein bisschen. Und einer geht noch. Wie kriege ich jetzt diesen Bunker eingeloggt? Keine Einheit lockt bis dorthin. Da könnte ich mit Flammenwerfer auf, hier aber nicht. Das ist auch irgendwie komisch. Wieso dies? Wieso dies? Die haben jetzt immerhin schon im Haus. Jupp. Irgendwie aus irgendeinem Grund dachte ich mir sowas. Ich weiß nicht wieso, aber ich dachte mir sowas. Wir beenden die Runde. Die Sunnies sind jetzt angekommen. Der Panzer ist wieder einsatzbereit. Der Bunker ist leer, aber ich muss ihn irgendwie einnehmen. Offensichtlich. Oder so war das hier kurz davor gemacht. Ich könnte jetzt echt noch bis hier fahren. Nee. Nee. Der Bunker muss endlich platt gemacht werden. Hol mich hier raus! Hol mich hier raus! Noch einer weniger. So muss das. Weiß ich nicht, was ist da hinten auf der Platte? Das klingt gar nichts. Also kann ich hier erstmal wieder hin? Der Insel gibt's auch noch einmal. So, wir müssen diese Siedlung annehmen, ist klar. Aha! Verdammt. Ja, wollte schon sagen, macht mir mal nicht den Panzer kaputt hier. Kommt der noch? Nee. Aber vor mir ist ja auch noch, sind ja auch noch Einheiten. Die ziehen sich zurück, oh mein Gott. Habe ich denn schon alle eingesetzt jetzt? So, den haben wir. Ich muss kurz in diesen Moment. Hoppalachen. So, ich sehe gerade, dass ich den Sanitäter nicht richtig eingesetzt habe. Beziehungsweise. Habe ich den Einsatz, also seinen Einsatzbefehl nicht vernünftig erteilt. Oh, Artillerie. Ja, auch der Gegner hat Artillerie. Ja, ja klar. 15 cm, also nicht so groß. Verstärkung ist eingetroffen. Und diese ist wo? Dort denn. Gut. Hier noch was, muss man hier noch ernähren. Ja klar, man muss darüber. Und man muss, so wie es gerade jetzt mitbekommen hat, auf jeden Fall immer warten, bis die Einheit ihr Zug also gemacht hat. Ja, ich dachte, das war nochmal. Naja, gut, mehr Einheiten gibt es ja nicht. Hm.
Den Bunker muss ich irgendwie auch so kriegen. Gut, einer ist fertig, sieht man. Die Siedlung haben wir eingenommen, aber hier sind noch gegnerische Einheiten. Ziehen sich zurück. Gut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der Sanitäter war immer noch nicht da. Gut, dann lasse ich die Einheit mal dort. So, mit bösen Nazis auch mal auf die Finger hauen. Ich weiß nicht, was hier vorne ist. Wo sind meine Speer? Offensichtlich, ich muss mal gucken, ob ich den jetzt einsetzen könnte hier. Nur die Frage ist, wo setze ich sie ein, weil ich sehe ja eben nichts. Und hier angesetzt, so. Ich versuche mal mit den Einheiten klarzukommen, wie sie jetzt dort sind. Was für ein beschissener Typ. Bunker war leer, wenn ich recht entsinne. Wir könnten hier rein, aber die Frage ist, wozu sollte ich sie da hinbefördern? Ich bleibe mal hier hin. Die Flammenwerfer, die fehlen noch. Okay, wenn jetzt rein theoretisch in dem Bunker, der ja nicht mehr besteht. Und Artillerie kommt. Ob ist das schön. Aber okay, da sind welche. Oh, kann ich hier nicht. Das Ding ist jetzt leer hier, glaube ich, wenn ich recht entsinne. Komm ich da jetzt rein? Der Medic. Okay, hier habe ich die Flammenwerfer einmal. Guckt die bis zu diesem Bunker. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Einheiten waren. Meine zerfetzten. Das sind meine Speer, die muss ich auf jeden Fall vorschicken. Ich sehe die Einheiten nicht mehr. Ja, aber weg ist weg, sozusagen, ne? Gut, in zwei Runden kann ich nochmal Artillerie einsetzen. Ja, hallo. Verwundete wieder kampfbereit, Mann. Genau, und ich möchte jetzt hier eigentlich. Das Ding ist leer, aber der Bunker ist immer noch gefüllt. Bunker ist leer. Gut, wir können uns also jetzt hier wegbegeben. Das Blöde ist, wir sind ja da auf dieser ziemlich schmalen Straße. K
kann hier auch nichts beschießen. Nicht auf die Tür. Da, zu weit weg. Okay, egal. Geht auch nix. Das ist natürlich blöd, weil es hier echt eng ist. Diese Fragezeichen, das sind wohl alles Felder, wo alles Mögliche hinter sein könnte. Hier ist wieder ein Bunker. Ich hätte den vorschicken sollen. Das denke ich mir jetzt gerade so. Kann ich hier noch ein bisschen? Ein bisschen kann ich noch. Ist wieder nix, verdammt. Gut, ein paar Treffer sind drauf. Ich könnte wahrscheinlich auch hier in diese seitlichen Dinger fahren, müsste aber vorher wohl freischießen oder sicher schießen, wie auch immer. Ich schicke erstmal die ganzen schweren Einheiten zuerst rein. Ich denke mal, der ist leer. Würde ich jetzt einfach annehmen. So, wir haben schon eine relativ gute Deckung jetzt. Und mit allen hier irgendwie zurückkommen. Ich kann nicht bis dort rüber schießen, das ist blöd. Was? Ach so, ich habe die gerade schon eingesetzt. Was ist da drin? Muss ich auch klären. Nichts. Und jetzt ist der Panzer schon wieder weg, sodass es überhaupt nicht mehr bin. Toll. Infanterie, habe ich die eingesetzt? Eigentlich nicht. Gucken, was die Germans hier machen. Oh, ja, so sieht das schon mal ganz gut aus, glaube ich. So, in einer Runde kann ich erneut Artillerie verwenden. Kann ich hier drüber schießen? Na, ich müsste tatsächlich weg dort. Da komme ich auch nirgendwo hin. Die Frage ist, treffe ich von dort? Jetzt weiß ich weg. Wovon? Kann der noch weiter vor? Ist noch ein MG-Nest. Und die auch nochmal hier. Oh, da haben wir fast alle getroffen. Er kann noch ein bisschen vor zum Kontrollpunkt, so das habe ich jetzt weitestgehend eingenommen hier. Dann schicke ich den auch noch vor. Alles schön im Konvoi. So, er wurde befördert. Hier kann ich auch nochmal aufballern. Das wird nichts mehr, jetzt schiebe ich den noch vor. Boom, boom, boom. Plattieren. Oh, einer lebt noch. Der wird wohl weiterhin am Leben. Gut, kann man ihn nicht verübeln. Ich komme auf diese Straße. Ah, was zum. Er hängt fest. Das gibt's nicht. Wie krieg ich den jetzt da raus? Kann ich. Was machen? Nee. Und so, der Sunny war da. Das sehe ich gerade. So, der kann auch wieder zurück.
seid dran. Ich habe gar keine Einheit mehr. Die können wir jetzt auch vor. Den können die hier rüber schießen. Jetzt können die schießen. So, er hat aber keinen Bock mehr. Gibt deshalb auch kein Feuer ab, hoffe ich. Die können die hier rüber schießen. Nein, das können die auch nicht. Das haben, glaube ich, alle bewegt, wie sie sich zu bewegen waren. So, jetzt kommt die Runde. Oh, no, so. Jesus. Ich kann nicht mal diese Panzer erkennen. So. Jetzt kommt von 3 los. Oh. Da ist noch ein Kontrollpunkt. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Einheiten hin zu. Die hier unten habe ich vergessen. So, die Artillerie ist bereit. Machen jetzt mal, glaube ich, alles platt. Oder hier den Bauernhof. So, jetzt werde ich mal die Einheiten wieder bewegen. Der flankiert mich jetzt hier nicht. Zieht sich zurück, super. Ist sie bei Super? So, oder geht's hier oben? Kommt der jetzt endlich raus hier, oder? Zeit wird's ja. Schon mal gar nichts mehr hier. Alter. Ja, so ist das, wenn man geisteskranke Alkoholiker Nachbarn hat, die über einem wohnen. Dann kommen solche Sachen schon mal zustande. Ich muss aber vor, ich weiß, dass es ein Hinterhalt war. Dachte ich mir nämlich gerade schon. Wieso fahre ich jetzt eigentlich dahin? Wozu? So, der schwere Sherman sollte eigentlich dorthin kommen. Und das war's aber auch nur. Kriegt er nicht zustande. Knüppelig. Alle weg und befördert. Ach du Scheiße, das sind immer noch welche. Okay. So. Geht doch schon mal ganz gut. Und ich weiß, jetzt muss ich ganzen Infanterieeinheiten vorschicken. Und er ist weg. Er ist weg, ich wurde befördert, so muss das sein. So, die Einheiten dort kriege ich immer noch nicht zu fassen. Oder ins Visier.
kannst das nicht wieder sehen. Mein Gott, ist gut. Ja, du lebst, wir hören's. Und was man sich hier nicht alles rumplagen muss, so in der heutigen Zeit. Kein Treffer, schade. Ich glaube, die schicke ich nicht hier rüber. Jetzt habe ich ja bloß noch die Infanterie. Schicke ich rüber. Und das Fahrzeug. Die Runde ist beendet. Yeah, zerstört. Oh, jetzt sind wir es von. Etwas Unterstützung könnten wir gebrauchen. Verstehe. Haben wir da oben. Gut. Ich überlege gerade, ob ich die Runde abwarte. Ja, weil ich warte ab. Wegen dem Artillerieanschlag, die wir oben haben. Oh, sie stürmt hoch. Okay. Verdammt! Man hat den besten Panzer weggenommen. Rückzug hier. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Das ist ein leichter Panzerwagen, die sollte man eigentlich kriegen. Ja, aber ich sehe schon. Oh, das ist einiges mehr. Ja, technisch könnte man fast alles so spielen, indem man die Einheiten, also indem man einfach weiterklickt, gar keine Einheiten platziert und die einfach auf einen zukommen lässt. Nicht so gut, ich habe ihn getroffen. Und noch wen? So, wir sind wieder dran. Die Frage ist, wo schieße ich jetzt rauf? Hier sind noch Einheiten, da sind aber auch noch Einheiten. Sturmangriff funktioniert hier leider nicht. Überrennen! Einfach rüberfahren, auch nicht schlecht. Aber ich weiß mal, wo zu diesem Kontrollpunkt hier ist. Verdammt! Wir treffen wieder nichts. Fuck. Was mache ich das auch? Wieso fahre ich da eigentlich rein? Ich bin abgesucht. So, wenn der sich zurückzieht, komme ich da jetzt nicht durch. Die sind aber sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, steckt da. Einer getroffen, okay, haben kapituliert. Wie, das war noch nicht nur noch einer. Zählt mir doch nichts. So, zieht sich ganz schön, fällt mir gerade so auf hier.
zwei Häuser noch komplett voll. Ich will jetzt aber auch nicht die P47 hier raufschicken, weil die wohl ein bisschen Kollateralschaden hier noch verursachen würde und dann finden wir halt die Einheiten. Alter, das Ding fährt immer noch. Was ist das? Oh! Jetzt weiß man, warum man Speer hat. Schild. Zugabe-Immobilie. Könnte ich bis hierhin, ist natürlich blöd, weil es offenes Feld ist. Ja. Yep. Und da war es noch einer. Das sind so taktische Fehler. Ich bin auch ein bisschen gerade ermüdet hier, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. Weil es sich doch ganz schön hinzieht. Das muss er hier vor. Trifft aber auch nichts von dort. Jetzt. Hinterhalt. Ja, du bist im Hinterhalt, Germanski. Und wo fährt der überall hin? Hier wird's knifflig. Verstärkung angetroffen. Die da wo ist? Dort unten. Oh Gott, ey, was machen wir da drin? Ich schicke die jetzt ganz unspektakulär hier einfach geradeaus vor. So, jetzt haben wir ja die noch dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding leer war oder nicht. Es scheint leer zu sein. Zerstört, alles klar. Mutiert hier. Man kann hier auch die ganzen anderen Einheiten beruhigt vorschicken. Nein, kann ich nicht. Kapituliert, befördert, yes, so muss das. So, jetzt kommen wir nochmal ganz anderen Einheiten hier. Ach, dann reicht. Den Boden kann ich ja eigentlich auch mal runterschicken. Das geht doch. Hier irgendwo vorne waren noch mal welche. Was ist denn hier eigentlich? Muss ich hier noch was einnehmen?
Da sind noch Einheiten. Die müssen weg. Das ist blöd, jetzt habe ich die natürlich, weil ich sie nicht gesehen habe, zu voreilig weggeschickt. Aber ich schicke die noch rüber. Die können gar nicht bis dorthin. Was ist das denn? Da können wir noch einen zurück. Gut, dann sind sie verloren. Gut. Oh Gott. Ach du Scheiße. Alle tot. Das ging flott. Dort. Die lasse ich auch hier. Wahrscheinlich können sie nicht bis hier schießen. Das können sie nicht. Hier habe ich aber auch noch Einheiten. Achso, die hatten ja schon geschossen. Das war's. Genau. Die lasse ich auch dort drin. Gut, jetzt kommen die unteren. Was war denn das Problem? Der ist immer am Rückzug. Oder sich zurückziehen. So. Wir müssen da stürmen. Die sind alle im Kapitulieren hier oder was? Oder weiter. Shit. Hier ist ja noch richtig was los. Die müssen da durch. Super Trefferquote, kann man auch nicht meckern, so. Also das accept man gar nicht. Wir kommen wegen diesem Panzerfaktor nicht weiter. Verdammt, echt jetzt? Ja, ich muss ja durch da. Soll ich alles zurückfahren oder wie? Ich lasse sie erstmal warten, kurzzeitig. Hier trifft man auch nix da. Hier trifft es auch nicht bis dahin. Bisher haben diese Flammenwerfereinheiten noch gar nichts gebracht, irgendwie, weil ich ihn gar nicht einsetzen konnte. So, das waren ja schon alle. Oh. Okay. Okay, die ziehen sich alle zurück. Das ist auch nicht schlecht. Das Flak. Hätte ich die mal vorher gesehen. Wo greifen die Deutschen denn an? Sie übrigens. Muss zusehen, dass die irgendwie mal wegkriege. Ja, die falsche Mega wollte, also irgendwie müssen wir ja hier in dieses Gebäude rein.
jetzt hier runter, komme ich hier weiter. Hier, das ist der Papa-Panzer. Das wird ja richtig schwierig. Und treffen tue ich auch nichts, verdammt. So weit entfernt. Wir haben so seitlich an jetzt. Das muss funktionieren. Wo geht denn jetzt her? Das wollen wir uns hin. Ich hab's nicht besorgt, aber ich hab. Was mache ich mit denen hier oben? Obwohl, die haben ja kontrolliert. Und ich dachte mir auch so, vielleicht sollte ich da einfach nicht langfahren. Wieso trifft er von dort nichts? Das hätte ich vielleicht vorher schon mal machen sollen. So ein Scheiß, ey. Komm, wir gehen in das Haus rein. Ich kann von hier nichts treffen, das ist so blöd. Also gut läuft anders, aber ich kriege das schon irgendwie hin, ne? Da ist noch der Bunker, der uns gehört. Ja, somit haben wir jetzt alle Punkte. Das läuft ja scheiße, ja, jetzt sehe ich auch die Panzer. Oder? So ein Dreck. Den kann ich gar nicht von da treffen. Jesus. Die können hier auch nicht treffen, hier können auch nicht getroffen werden. Und die kann man hier gerade gar nichts machen.
du Scheiße, wird der bearbeitet. Der Wahnsinn. Jetzt in dem Gebäude oder? Ja, sieht schon so aus, oder? So, hier ging es ja auch noch weiter. Wie sieht's denn bei denen aus, die da kommen dort? Gut, der kommt ja nicht weiter hier, so ein Scheiß. Ich ziehe jetzt ins Blaue und werde wahrscheinlich sowieso nichts treffen. Machen wir noch ein bisschen Platz. Okay, die sind fertig. Jetzt habe ich nur noch die Flak da vorne. Oder Pack. Kapituliert, Scheiße. We're under heavy fire. Die lasse ich da erstmal jetzt, wo sie sind. Oh, der ist weg. Und dann brauche ich nichts mehr so lassen, wo es ist, weil er nicht mehr da ist. Auch kapituliert. Oh, die stürmen hier richtig scheiße rein. Okay, die Pack, ey. Die Pack macht das noch. Vielleicht reißt sie das ganz alleine. Noch ein weg. Ist ja voll der Killer. Gut. Was mache ich? Ding ist weg. So muss das. Schade, auf die andere kann ich jetzt nicht zielen. Hier ist sowieso alles weg. Die lasse ich jetzt genau dort, wo sie sind. Hier ist ja nicht mehr viel. Und jetzt sind sie im Gebäude. Könnt ihr irgendwie blöd rumballern, aber da bringt ja nichts. So, der zieht sich immer noch zurück, dadurch kann ich ja nicht vorfahren. Scheiße. In das Gebäude rein. Sie sind weg, super. Ja, hier klappt so. Hier ist die Welt nur in Ordnung.
Das scheint leer zu sein jetzt hier. Nee, er lebt noch. Der schafft gar nichts. Ich lasse sie auch da jetzt. So, wir schicken jetzt nur den Rest hier nach oben. Denn die müssen flankieren. Damit ich das die Stadt wiederholen kann, die jetzt bald angenommen wurde. Er steckt fest, was mir ziemlich wehtut. Bis ins Haus schaffen wir es nicht mehr. Flammenwerfer. Ich hab's auch nicht bis heute hin. Jetzt. Jetzt! Sturmangriff 89%, aber Flammenwerfer. Effektivität 20%. Yeah! Richtig zerkohlt, die Jungs. Was? Was? Sie kämpfen immer noch nicht, die wollen immer noch nicht kämpfen. Die haben uns zerstört. Dafür gibt es dann halt auch schon mal ein bisschen Belohnung. Die Stellung nicht zu halten. Oh, einer ist weg, einer ist weg. Gut. Das ist ja wirklich ein langes Spiel, ey. Yep. Nein, nicht aufgeben. Oh Gott, gib doch nicht auf. Komm, mach den Platz. Digga. Was ist denn, die Pack macht das noch alles klar hier. Ist das der Pack? Das ist hier, ich wollte mal sagen, Panzer 4 mit Schürzen an der Seite. Fetten andere Panzer hin, würde mich mal interessieren. So, ist der andere immer noch im Rückzug? Er ist nicht mehr im Rückzug, na endlich, mein Gott, ist nicht mehr. Sie erobern beide Dämme, jupp. Gut. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben hier. Oh! Fuck. Kann der noch bis dorthin? Nein, kann der nicht. Die sind natürlich weitaus besser geschützt in ihrem verkackten Gebäude dort, als ich hier. Nicht.
schön im Konvoi fahren hier. Ach, mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Also das ist, dauert ja, aber nicht so lange. Oh, damage. Hier. Super. Die können wir wohl endlich mal vorfahren hier. Nicht ganz so, wie es mir gedacht hat, aber nein. Ach, wir haben unser Flak fertig, genau. Eigentlich ist das mein Stützpunkt, ist egal. Wenn er wohl vorkommt. Das Ziel ist zerstört, gut. Ich kann aber auch nicht mehr schießen. Verdammt. Ja, ja, ja. Ah, so muss das. So, das kann ich einfach mal aufnutzen, was ich verschicken will. Und die noch in das Haus. Alle Punkte aufgebraucht. Die schicke ich dorthin. Jetzt schicke ich auch diese Folie. Oh. Hey, hier war kein Moment. Gut, hier war da auch eine Einheit, aber die ist mittlerweile wohl komplett weg. So, fertig. Da ist doch noch einer. Ich denke, die haben kapituliert. Oh! Guck dir den Scheiß an. Alter, hier kommen so viele. Gut, was machen wir? Ich will ja von hinten irgendwie einnehmen hier. Und wenn hier, wer auf den schießt, kann ich überhaupt nicht überschießen. Und sperre auf das Gebäude hier. Das schieße ich einfach nur zu Klump. Passiert, da ist gar nichts drin wahrscheinlich. Ich kann das natürlich nicht wissen jetzt. Ich habe mich jetzt gerade wie mit der Erde gespielt. Ach, die Pack ist dahinter. Oh, verdammt, der war so gut. Der ist auch schon weg. Dann haben wir doch den Hof jetzt, oder? Ich habe nur eine Einheit, die vorkommt. Der kann ja noch laufen, aber er kommt nicht bis dorthin. Bis dorthin. Ah, ist egal. Wir müssen jetzt so durch.
Hier sind noch welche. Ja. Gut. Ich denke mal, ich habe jetzt hier alle bewegt. Außer dem Panzer hier. Aber der Panzer kann ja jetzt auch vor. Erstmal die Deutschen machen. Scheiße, wo soll das denn? Was ist das gewesen? Einen nach dem anderen. Oh, wenn die durchhalten würden. Das wäre sozusagen meine Elite-Truppe dann. Oh. Ja, super. Noch ein Ziel zerstört. Das ist ja nicht normal. So, die Deutschen haben unsere Verteidigung überrannt. Gut. Stärkung eingetroffen. Und wieder ganz unten, da wo sie überhaupt voll für den Arsch ist. Ey, jetzt ernsthaft. Ziel erfüllt. Ziel nicht erfüllt. Fuck! Dafür jetzt so lange gedaddelt. Was für ein Scheiß. Alter, hört doch mal auf. Gut, ja, ich bin das falsch angegangen. Also egal. Gut, das habe ich verkackt. Ich war nicht taktisch genug, wie auch immer. Ja, morgen mache ich vielleicht mal, weil das hat mir jetzt schon ein bisschen zu lange gedauert. Ich spiele vielleicht mal eine andere Mission. Ich hoffe, die wird kürzer. Oder ich werde dafür sorgen, dass sie kürzer wird. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr so ein Spiel mögt, ja, das kriegt ihr wahrscheinlich überall für einen Euro mittlerweile. Und ja, da kann man, glaube ich, nicht allzu viel falsch machen. Also, danke fürs Zuschauen. Wäre schön, wenn ihr ein Abo hinterlasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.